Ja, richtig schön herum. Hallo Christi und Servus zu einem neuen Video. Wir sind dieses Mal wieder in der Kirchsau unterwegs und zwar im kurzen Grund, diesmal beim Parkplatz Wegscheideralm. Und ja, wir gehen heute auf dem Schafsiedel über die Bamberger Hütten und mit dabei ist wieder die Niki. Hallo miteinander, ja genau, auf dem Schafsiedel auf sind es 1330 Höhenmeter, der liegt ungefähr bei 2400 Höhenmeter und ja, erste Station ist bei der Bamberger Hütten, da werden wir jetzt halt eine Stunde und drei Viertel sowas gehen. Das sind jetzt gleich 624 Höhenmeter und ja, jetzt geht's bergauf. Jetzt neu, der Bergauf-Shop mit den tollsten Produkten für Freizeit und Bergsport. Link ist in der Beschreibung. Um keine Videos mehr zu verpassen, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Ja, der Weg führt anfangs ein kurzes Stück über einen Postweg und dann folgt man einfach der Beschilderung über den Waldweg und der führt dann hinauf zur Bamberger Hütte. Ist ziemlich schön da durch den Wald, teilweise ein bisschen eisig, aber ansonsten ein super schöner Weg. Ja, jetzt haben wir eine Stunde, 10 Minuten auf dem Weg. 410 Höhenmeter haben wir schon und 900 sind es dann nur auf dem Schafsiedel auf. Jetzt geht's rein in die Sonne. Ah, herrliches Tage. So, und da sieht man unser erstes Ziel, die Bamberger Hütten. Ja, wir sind jetzt angekommen an der neuen Bamberger Hütten. Also der Weg ist ziemlich schön gewesen, also kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Oder was machst du? Ja, auf jeden Fall vielleicht Haarscheißen mitnehmen, weil zwischendrin ist ein bisschen rutschig. Aber wunderschön durch den Wald, ein schönes Weg gewesen. Und ja, 2 Stunden haben wir jetzt circa verbraucht. Jetzt gönnen wir uns was zum Essen und dann schauen wir weiter zum Schafsiedel. Nach einer kurzen Stärkung sind wir wieder bereit und gehen die nächsten 690 Höhenmeter auf dem Schafsiedel. Ja, ein bisschen kalt ist es noch, aber wenn wir jetzt in Bewegung sind, wird es gleich besser da. Sonnenbrillen haben wir schon aufgepackt, dann geht es dahin. So, wir sind leider einmal falsch abgebogen. Wir müssten da rüben rauf und wir sind da auf den Hügel rauf. Jetzt müssen wir wieder ein Stück abfahren. Jetzt sind wir wieder auf der richtigen Aufstiegsspur. Ja, dafür lohnt es sich, auf den Berg zu gehen. Unten im Tal ist die Nevesubmina, blockiert das Sonnenlicht. Und herum schönstes Wetter. Ah, herrlich. Ja, auf den Schafsiedel gehen mehrere Wege. Einmal da von den Bamberger Hütten aus, einmal durchs Manzenkar da drüben rauf oder durch einen langen Grund auf der anderen Seite der Kirchsau geht auch nochmal ein Weg drauf. So, jetzt haben wir einen steilen Stück mit ein paar Spitzkehren da rauf auf den Rücken im Schatten und dann oben dürfte es nicht mehr weit sein. So, da vorne sieht man jetzt unser Ziel mit dem Kreuz. Es ist noch ein Hang, was wir überwinden müssen.
Ja, wir sind jetzt hier oben. Es war eine sehr lohnenswerte Tour. Es war zum Schluss aus dann doch ein bisschen anstrengend, 1330 Höhenmeter. Wir haben insgesamt 4 Stunden 25 gebraucht. Und da ist aber der Verkehr schon mit einberechnet und ja, herrlich da herum. Ja, richtig schön da herum. Also das Panorama ist echt ein Traum und ja, die Tour an sich schon ein bisschen anstrengend. Wir sind echt um die 1300 Höhenmeter. Das hat man zum Schluss schon gemerkt und man sieht nicht recht das Ziel. Das heißt, man meint zwar immer, man ist da, aber man hat echt noch ein Stück zum Gehen. Wunderschön, hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Ja, der Ausblick ist einfach unbezahlbar. Immer nur die Nebelsuppen im Tal. Wir sind jetzt fertig mit der Tour, wir sind wieder bei der Bamberger Hütten, weil wir da nur übernachten, aber normalerweise fahren wir über das Manzenkar runter. Wir sind jetzt da wieder eigentlich in die Aufstiegsspur zurückgefahren, war jetzt nicht so optimal. Ja, auf jeden Fall, die Abfahrt war richtig hast. Ein Hang, der was in der Sonne ist, das heißt, jetzt auf Nacht ist alles ein bisschen schon gefroren und man kommt ein bisschen unten rein und ja, war ein bisschen mühsam. Aber nichtsdestotrotz eine lässige Tour gewesen, man muss auf jeden Fall halt Kraft mitnehmen. Jetzt freuen wir uns auf ein Abendessen und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Servus.